Bei den Tieren fühle ich mich frei, geborgen und ich kann ich sein. Ich bin zweimal in der Woche hier, aber am liebsten würde ich gern jeden Tag hier hinkommen. Sophia kommt seit 6 Jahren hier in die tiergeschützte Pädagogik. Wir arbeiten mit Sophia mit Dacho, einem Pferd. Die Pferde helfen den Kindern, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Und für die Kinder ist es eine große Belohnung, wenn so ein großes Tier ihnen die Aufmerksamkeit schenkt und sich ihnen freiwillig zuwendet. Die Grundidee der tiergeschützten Pädagogik ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Selbstwirksamkeit zu erfahren, Selbstbewusstsein aufzubauen und positive Bindungserfahrungen im Umgang mit den Tieren zu sammeln. Die Arbeit mit Tieren ist deshalb so wertvoll, weil deren Zuneigung und Aufmerksamkeit nicht an Bedingungen geknüpft ist. Die Tiere reagieren stets authentisch, das heißt, sie reagieren unmittelbar, geben ein ganz klares Feedback durch Körpersprache, das für alle Kinder jeder Altersstufe leicht verständlich ist. Ziele für Sophia waren, dass sie ihre Unsicherheiten überwindet, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnt, Selbstbewusstsein aufbaut und Empathiefähigkeiten entwickelt. Ja, setz dich durch, komm. Wenn die Pferde was Neues können, fühle ich mich glücklich, fröhlich und irgendwie auch stolz. Wenn man Sophia heute sieht, merkt man, dass sie an Selbstbewusstsein gewonnen hat, ihre Bedürfnisse klarer formulieren und vertreten kann und gelernt hat, sich abzugrenzen.